Tja. Tut mir leid, dass es jetzt gerade etwas enttäuschend ausfällt, die Antwort, aber... So bringt mir das ja nicht mal was. Ich muss das anders verfärben. Ich muss ja da oben ran. Da muss ich irgendwie ran, ja. Sonst ergibt es keinen Sinn. Ja. Jo. Was machen wir denn da? Ich muss diese ganzen komischen Teile erstmal... Hier, die muss ich einfärben. Die bringen ja sonst nichts. Also, ja. Dann mach schneller! So. Ich weiß gerade nicht, was ich tun soll. Ich muss hier was probieren. Wenn ich das abschieße, fällt dann irgendwas ab? Ja, das da. Okay. Gut. War nicht so gut. Das ist schon etwas knackiger. Das sah am Anfang so aus, oh ja, komm, schieß doch mal eben ab, das Ding. Aber ich glaube, das ist gar nicht mal so einfach. Wir verfärben jetzt einfach mal alle von diesen komischen Dingern hier. Das da auch. Das ist wichtig. Allerdings die hier unten, die kann man ruhig mal wegballern. Das ist ja unnötig hier. Das brauchen wir nicht. So, das ist schon mal freie Bahn. So, jetzt machen wir zum Beispiel den da noch farbig. Das da machen wir weg. Genau. Machen wir das rot. Ja. Und dann kämpfen wir uns da irgendwie so durch, ne? So zum Beispiel. Dann können wir das rote jetzt zum Beispiel wegmachen. Nein, können wir nicht. Was ist jetzt eben da? Was machen wir denn jetzt hier? Ich weiß echt nicht, wie ich das machen soll. So. Ich darf das Lila nicht. Das ist doch scheiße. Wie soll ich das machen? Ja, ist ganz toll. Boah, das ist aber... Okay. Ich habe da, glaube ich, da irgendwie so einen Denkfehler drin. Ich weiß noch nicht, wie ich das am besten mache. Lass keine ins Wasser fallen. Das ist übel. Das ist richtig übel. Ich komme ja gar nicht da ran. Das wird ja so nix. Es geht ja automatisch immer was... Ja, das... Wie... Hä? Also das ist alles in Ordnung so, ja. Wie soll ich denn das machen? Also, ja. Okay, das, da komme ich ran, ja, ist kein Ding. Aber an den da oben zum Beispiel, da komme ich noch nicht ran. Ich glaube, das meiste ist wirklich hier Vorbereitung. Also ein Kack. So. Und wenn ich den abschieße, habe ich schon wieder verkackt, ne? Ah, okay, ich habe getroffen. Das heißt, das hier kann ich doch wegmachen, ne? Ja, kann ich. Okay. Okay. Das heißt, ich muss jetzt... Boah, ist das ein schwerer Scheiß. So, zum Beispiel. Wenn ich den abschieße, das geht schon, ne? Au, das war nicht so gut. Ich muss versuchen, da kann ich vielleicht ran, ja. Ja, das war schlecht. Okay. Aber man kann da tatsächlich in diese Lücken reinschießen. Und dann dieser künstliche Zeitdruck von wegen, beeil dich! Und man hat ja eigentlich noch lange, lange Zeit. Das ist gemein. Hauptsache, ich kriege das da verfärbt. Das ist wichtig. Ich muss die erstmal alle verfärbt kriegen. Das ist das A und O. Und dann sehen wir weiter. Und dazu muss ich den mal wegmachen, weil ich hier Platz brauche. So. So. Jetzt kriege ich natürlich auch die richtigen Farben nicht mehr, ne? Die ich hier eigentlich brauche. Das wird schwierig. Das war schon. Ja, okay, das war ein Fehler. Also ich muss zusehen, dass halt, was um die Steine rum irgendwie hängen bleibt, ja. Die Verbindung zu den Steinen muss bleiben. Das habe ich ja schon irgendwie gecheckt. Also ich mache erstmal. Das hier muss weg. Gut. Und das da können wir einfärben. So.
So, das muss ab. Erstmal kann ich jetzt die hier wegmachen, weil das ist das Wichtigste. Dann habe ich hier schon mal freie Bahn. Damit färbe ich den da ein. Wenn ich den mal richtig treffe. Das hat getroffen, okay. So, den darf ich nicht wegmachen. Da könnte ich mal eben hinballern. Dann könnte ich zum Beispiel den wegmachen. Ja, und ich könnte... Ist gar nicht so doof gewesen, was ich da gemacht habe. Wenn ich das dann noch... Nee, ich muss das grün machen, Entschuldigung. Wenn ich gleich das nächste Mal grün kriege, muss ich dran denken, dass ich da was zu erledigen habe. Warte mal. Ja, komm, jetzt macht er nämlich schon Stress. Ist noch gar nichts los. Das meine ich. Grün, so. Ich möchte den einen dann noch einfärben, diesen dazwischen. Nein, doch nicht so. Oh. Alles klar. Oder auch nicht. Nächste Frage. Achso, ja, ich war aber noch hängen geblieben. Also ich wüsste jetzt keinen Punkt, wo ich unbedingt, oder was ich unbedingt nochmal machen möchte. So, glaubst du, es gibt Geister, Bigfoot und und so weiter? Geile Zusammenstellung vor allem. Geister und Bigfoot sind für mich zwei komplett verschiedene Sachen. Also ich denke schon, dass es Geister gibt auf jeden Fall, aber nicht so in dem Sinne von wegen, ja, die springen hier durch die Gegend und erschrecken uns. Das nicht. Ne? Aber so in der im Sinne von, dass es irgendwie eine Seele gibt, die vielleicht keine Ruhe finden könnte und dann vielleicht sich nochmal kenntlich zeigt. Ja, das glaube ich schon. Sei es durch Geräusche oder Erscheinungen. Ja, das gibt's. Weil spreche ich auch aus Erfahrung. Und, aber jetzt nicht in dem Sinne von, wie das in vielen Horrorfilmen dargestellt ist. So nicht, nein. So, dann... Ja, Bigfoot. Ich sag mal so, es gibt mit Sicherheit einige Tiere, die noch nicht entdeckt worden sind, oder auch Lebewesen. Kann ich mir gut vorstellen. Ob das nun wirklich, ja, ein Bigfoot ist dann, also wie man sich den jetzt vorstellt, also ja, das glaube ich jetzt mal so nicht, aber ich denke schon, dass es auf jeden Fall irgendwelche Tiere oder Lebensform gibt, die irgendwie halt noch unentdeckt sind, sagen wir mal so. Das müsste ich da einfach abschießen können, ne? Kann ich. So, jetzt ist die große Frage, ich muss da rot hinschießen. Da, ja, das schaffe ich ja nicht. Also ich müsste da oben drauf einen roten knallen lassen. Ja. Ja komm, es ist eh vorbei, jetzt schieße ich da alles drauf, was ich hab. Also da habe ich echt ein Problem mit, ne, mit diesen Teilen hier. Das weiß ich noch nicht, wie ich das anstellen soll. Das ist gar nicht mal so einfach. Hm. Wie mache ich das denn jetzt am besten, verdammte Kacke? Das war schon mal schlecht, ne? Ich glaube tatsächlich, dass wir das hier... Also, dass wir uns von diesen Teilen befreien müssen, da bin ich mir ziemlich sicher. Und da kann ich ja eigentlich theoretisch auch den ruhig abknallen hier. Das ist ja nicht schlimm. Und den kann ich auch schon abschießen, sehe ich gerade. Ist ja auch nicht schlimm. Ne? Und das da kann ich wegmachen. Da muss ich jetzt für eine Verbindung sorgen, so. Das heißt, den roten kann ich jetzt wegmachen, wenn ich will. Und da kann ich das orange machen. Das ist auch in Ordnung. Jetzt habe ich halt den einen roten Pimmel da noch dazwischen. Der muss weg. Und hier ist auch noch viel rot. Was soll ich denn tun? Nein! Ach, ich habe gedacht... Ah, Entschuldigung, ich habe gedacht, ich habe rot. Die Frage ist, wenn ich den im Fall noch abschieße, zählt das dann noch rechtzeitig? Ich glaube ja nicht. Ich denke, dass das in Ordnung ist. So, und den machen wir auch weg. Platsch. So, das darf ich jetzt hier so nicht machen. Den kann ich abschießen, ja. Das kann ich auch machen. Das war jetzt doof, aber geht. So, rot. Ich muss den roten dazu... Kann ich da an den roten ran?
Oh. Fuck. Ach, Mann! Die Kotze. So, das... Ja. Ach, ist das der Schnabel, hat sie. Ja, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Habe ich noch eine Frage? bist du ein Fan von Mobile Games? Ich richte das jetzt mal auf Handy. Ne? Also du meinst jetzt nicht Handheld-Konsolen, sondern halt wirklich Handyspiele. Was heißt Fan? Ich finde sie zum Zeitvertreib ganz witzig. Also ich sag mal so, ich spiele meist, also nicht meistens, aber so zwei, dreimal die Woche spiele ich abends ganz gerne halt mein The Walking Dead Spiel. Das habe ich euch ja auch schon mal präsentiert im Stream. Ja doch, ja, im Stream, richtig. Und das macht auch sehr viel Spaß. Also ich könnte auch ohne, das ist jetzt keine Sucht oder so, ne? Nicht falsch verstehen. Aber es macht auf jeden Fall Spaß, das ja. Und jetzt muss ich gucken, dass ich da irgendwie diesen einen Pinökel da hinten. Ich muss dahin. Genau, das war gut. So was ähnliches müsste ich jetzt eigentlich auch da hinten hinkriegen. Und ich kann jetzt leider kein Lila gebrauchen. Danach kommt direkt ein Roter. Ich versuche jetzt was. Ich will das mal eben wissen, ob das klappt. Das heißt so und dann direkt hinterher schießen. Das war schlecht. Nee, ich habe gedacht, ich habe jetzt... Ja, ich wollte Lila drauf schießen und dann direkt den Roten hinterher. Wenn das geklappt hätte, wäre es gut gewesen. Ich probiere das gleich nochmal. Vielleicht klappt es ja gleich nochmal. So. Ja, also das wisst ihr. Und dann, meistens ist das so, wenn ich dann abends zu Bett gehe, dann habe ich noch so ein halbes Stündchen für mich oder so. Dann spiele ich, wenn ich dann Hörkassette nebenbei noch anhab. Ich höre ja zum Einschlafen immer gern Hörkassetten. Ne? Seit Kind an. Und, ja, da höre ich dann gerne. Da spiele ich dann gerne Empires and Puzzles. Das ist auch so ein kleines Handyspielchen. Macht auch richtig Bock. Wo man auch so, ja, so ein paar erfundene Helden hat, die man dann halt leveln muss und also das Übliche halt, man kennt ja diese Spielchen. So, was mache ich jetzt hier? Das einfärben, meinetwegen. Ah, den Roter, das ist gut. Jetzt versuche ich mit dem Roten da wieder drauf zu kommen. Das war wieder schlecht. Ja, das war perfekt. So, den Roten, wenn ich den jetzt treffe, dann ist alles gut. Das war jetzt nicht gut. So. Da kann ich da gerne abschießen. Ja, das war wieder doof von mir. Was soll ich jetzt mit Gelb? Ohne Witz. Kann ich jetzt überhaupt nicht gebrauchen. Ja, kann ich schon wieder knicken, das Ganze hier. Orange. Ja, ich bräuchte mal zwei Farben nacheinander. Okay, das war gut. Ich könnte natürlich das da oben drauf wieder... Genau. Das war gut. Okay. Ja, aber es ist jetzt viel zu spät alles. Okay, ich kann jetzt tatsächlich... Ich bräuchte eine Minute länger. Echt ohne Scheiß. So, jetzt eine Minute länger und ich hätte hier was geschafft. Weil da links brauche ich jetzt hier nur noch... Ja, da hätte ich jetzt nur noch Lila hinschießen müssen, da wäre links abgearbeitet. Ich muss es halt schaffen, obendrauf irgendwie das einzufärben. Und dann geht das irgendwie. So, ich mache den Anfang jetzt, glaube ich, immer so, weil das ist, glaube ich, das Sinnvollste, was man machen kann. Ich habe jetzt gerade die Frage wieder vergessen. Was hatte ich denn eben noch beantwortet? Ach, Mobile Games, ja. Also wie gesagt, Empires and Puzzles und halt The Walking Dead No Man's Land. Das sind so die beiden Spielchen, die ich halt zocke. Und damit bin ich auch dann ausgelastet. So. Genau. Wenn ich jetzt den hier habe und ich muss das da oben drauf schießen, dann ist alles gut. Wenn ich den treffe. Ja, perfekt. Okay. Bin überrascht. Das heißt, ich kann den noch mal eben einfärben, wenn ich will. Ja. Und jetzt habe ich noch einen roten. Sehr gut. Der muss da jetzt oben drauf. Der muss sitzen. Das ist das Problem. Die müssen jetzt halt auch sitzen, ne? Sehr gut. Das haben wir geschafft. Jetzt muss ich das gleiche, ich habe nochmal ein paar rote, sehr gut, auf der anderen Seite schaffen. Ja. Okay, ich könnte es schaffen. Leute, ich könnte es schaffen, Moment. Jetzt ganz ruhig, Alex, ganz ruhig. So, das mal eben weg. Ja, komm, wir machen das Ganze mal komplett grün.
komplett grün, hatte ich gesagt, aber ist egal. Okay, komm, mach das weg. Es ist doch gar nicht mehr so viel, Mensch. Okay. Komm, ich gebe mir noch einen Orangenen. Zwei Rote. Zwei Rote ist okay. Komm, zwei Rote. Oh, du hast geschafft. Jawoll! Oh, herrlich. Das ist total gerade, total die Erleichterung hier. Herrlich. Schön. Wir haben nicht mehr viel. Wir haben noch, da war ich ja schon, eigentlich nur auf zwei Level oder so, ne? Ich gehe mal da zurück. Die Herausforderung lehne ich jetzt natürlich ab. Das haben wir schon gemacht. Eins, zwei, ja, drei Sachen sind es noch. Drei Sachen noch. Okay. Gut. Ich lese kurz den Auftrag. Trink mal eben einen Schluck, das ist noch viel wichtiger. Hüte dich vor den Angriffen der Schlange. Okay, mal gucken, was hier los ist. Was ist denn das jetzt für ein Blödsinn? Muss ich jetzt auswendig lernen, wo die hinkommt oder wie? Wahrscheinlich muss ich ganz in die Ecke schwimmen. Weil sonst hätte ich keine Möglichkeit, hier auszuweichen. Ja, okay. Das ist jetzt ja mal ein total bescheuertes Rätsel. Okay. Bin gespannt, wie oft das geht. Also, ich muss ja gleich entgegenschwimmen, wahrscheinlich. Okay. Boah. Ja, das ist aber... Okay, das ist einfach nur Learning by Doing, ne? Ist das ja nicht. Okay. Ja, ich war zu weit rechts. Okay. Ist in Ordnung. Die Frage ist da, wie lange geht der Scheiß, ne? Boah. Hüte dich vor den Angriffen der Schlange. Also das hat jetzt nur echt gar nichts mehr hier mit Worms zu tun, ne? Na gut. Also und hier war jetzt gerade so ein Hügel, ne? Boah. Ey, wie soll ich mir das... Okay, bei der Kuhle, also im Hintergrund, genau im Tal, sag ich mal so. Meine Fresse. Oder wäre da hinten links vielleicht noch eine bessere Möglichkeit gekommen, um der Schlange auszuweichen? Ich weiß es nicht. Ich versuch's gleich nochmal an der Stelle. So. Und jetzt hier bei dem Tal muss ich anhalten. Okay. Hier, da wäre Platz gewesen tatsächlich. Puh, alter Schwede. Das ist doch nicht mehr normal. Ich weiß gerade nicht, was ich zu diesem Auftrag jetzt hier sagen soll. Da bin ich sprachlos. Okay. So, jetzt ist die Frage, wo ist der nächste Standpunkt? Da. Ich gehe mal rüber, oder? Nochmal das gleiche, oder was? Ja gut, ich versuch's mal mit labern. Was? Gut, die Frage ist jetzt leider nicht mehr ganz aktuell, weil die Frage habe ich schon so lange aufgeschont. Was erwarte ich vom Resident Evil 2 Remake? Ja, das ist natürlich jetzt schon längst erschienen und ich habe es ja auch schon let's played, also zumindest zu 50%. Und keine Sorge, die andere Hälfte wird dieses Jahr noch kommen. Ja, es ist eigentlich, also erwartet habe ich tatsächlich weniger, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hätte nicht gedacht, dass das so ein cooles Spiel wird. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde es fast gleichschalten mit dem Originalteil.
Also ich würde nie sagen, dass das Remake besser ist. Hä, wo soll ich denn hin? Hallo? Also auf jeden Fall ist der Teil ebenbürtig, das muss ich sagen. Sie haben es sehr, sehr gut hinbekommen, dass man praktisch das alte Feeling wieder hat. Auf eine moderne Art und Weise umgesetzt, ja. Aber ich finde, das macht auch, würde ich sagen, den meisten Classic-Fans macht das sehr viel Freude. Da würde ich einfach mal behaupten. Da versuche ich mich jetzt hier in die Ecke zu drängen. Ich habe keine Ahnung. Versuche ich so. Ich weiß nicht, wo der gerade herkam. Vielleicht hätte ich noch ein bisschen weiter nach rechts gekonnt, aber ansonsten schaffe ich es nicht, da auszuweichen. Das ist der einzige Punkt, wo das noch geklappt hätte. Ich probiere es jetzt noch einmal. Ne? Also man hat auch die Geschichte schön erweitert, es ist ein bisschen komplexer, man hat ein bisschen mehr Story. Und dieser ganze Bereich mit Sherry im Waisenhaus zum Beispiel, das finde ich als sehr, sehr schön dazu zugetextet. Und es passt halt auch rein, finde ich. Ah, das war doof. Das war doof. Ja, das war ja ganz doof, das, ja. Na, also wirklich sehr, sehr schön gemacht. Ein tolles Remake. Und ich habe anfangs echt gedacht, die bauen da Mist. Also, ja, weil, ja, ich hab's einfach nicht erwartet, dass das so ein gutes Spiel werden könnte. Und wie ich gehört habe, soll jetzt ja auch zu Teil 3, also Resident Evil 3, ein solches Remake kommen. Da würde ich mich sehr drüber freuen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber jetzt versuche ich mich das so reinzuquetschen,